Ein Unbox-Video. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe was geschenkt bekommen. Das muss ich einfach zeigen. Ich koche nämlich für mein Leben gern und deswegen werde ich euch jetzt ein Unbox-Video zeigen. Ja, und zwar alles Liebe zum Geburtstag. Ne? Dir, Daddy. Haha, mir. Ja, einen Monat vorher. Deswegen, naja, trotzdem, Happy Birthday mir selbst. Alle wissen genau, dass ich unheimlich gerne koche. Und jeder hat gesagt, hör mal, wenn du vom Dreh kommst, wenn du vom Shop kommst, wenn du vom Set, egal wo, ja, koch. Gut, nach 10 Stunden ist man müde, dann geht man natürlich zu so einem Griechen, Türken, Italiener und holt sich da was. Und das ist jetzt vorbei. Es wird wirklich selbst gekocht und heute gibt es Fisch, ja, frisch aus der TV-Werbung. Ist das jetzt hier angekommen? Ich habe auch gerade noch am Telefon mich total recht herzlich bedankt. Ich versuche das jetzt hier herauszubringen. Ich habe auch extra umbauen müssen, weil ich auch so ein Mikrowellen-Freak bin. Alles immer aus der Mikrowelle. Es ist natürlich alles da. Ja. Ofen, alles. Ich könnte den jetzt anmachen und dann könnte ich. Aber es dauert so alles viel zu lange. Und da bin ich natürlich richtig froh, dass ich jetzt sowas super Tolles geschenkt bekommen habe. Von meiner Allerliebsten, ja, mit der habe ich gerade noch telefoniert. Ach, meine Beine, ja. Ja, vorsichtig wird damit umgegangen. Hat einen eigenen Platz bekommen, in Fensternähe. Und ihr seht schon, es ist ein Grill. Ein Grill, ein Dampfer, ein, wie heißt er, Gourmet Max. Es ist der Gourmet Max, ja, der Gourmet Max. Und ich freue mich, diesen Gourmet Max jetzt auch zu haben. Bin extra, mache jetzt einfach mal Fettwerbung, weil man darf ja hier bei YouTube-Kanal Fettwerbung manchmal bei Rewe. An der Theke hat mir dann die Sachen dann besorgt, die ich jetzt gleich hier vorbereiten werde und dann werde ich genüsslich es essen nach über 10 Stunden Arbeit. Ihr merkt schon, es ist ein Gefriemel und Gefrabbel hier. Aber ich habe einfach mal Lust, auch so ein Unbox-Video zu machen. Ach, das Wetter ist auch so super. Also dieses super Gerät hat jetzt seinen Platz. Ja, ich will euch ja auch gar nicht das Gerät vorstellen. Ich will einfach nur so ein Dankeschön-Video machen an meine Liebsten, die mir das haben zukommen lassen. Da kommen noch ein paar Einzelteile zu. Vielleicht mache ich hin und wieder mal so ein leckeres Video für euch nach den Dreharbeiten, nach Drehschluss. Zeige ich dann, ne, so ein Unbox-Video. So sieht es aus, ist natürlich verpackt. Hätte ich das jetzt sofort angemacht, weil ich ja richtig Hunger habe. Sie hat es mir auch erklärt, hier ist so ein Knopf, da drückt man drauf, dann bekommt man das gute Stück auch ab, wenn das so stimmt, was sie gesagt hat. Also gesagt hat sie es. Ah ja, hier ist der Knopf. Jetzt hat sie sich natürlich erschrocken, aber ist nichts passiert. Ich wollte meine Unbeholfenheit auch demonstrieren. Hier ist an sich die Pfanne. Sollte man aber nicht benutzen, sondern eine extra Pfanne sollte man benutzen. Dieses gute Stück wird wieder eingehängt, arretiert, da kann auch nichts passieren, fällt wohl runter. Habe ich also, man sollte nicht immer rumspielen mit dem guten Stück. So arretiert man das Ganze, dann passiert auch nichts. Und hier ist der Knopf, dann geht alles auf. Ne? Den Knopf kann man jetzt schützen, aber dann ist das hier alles auf und das wäre dann nicht so gut. Ja? Ja, ist jetzt wieder arretiert, kann nichts passieren, kommt wieder rein. Wie mein Gourmet Max. Wie ihr seht, kriege ich den jetzt wieder nicht zu. Ah, ja, vorsichtig mit umgehen, tue ich ja auch, tue ich. Ja? Schön sauber machen. Der Gourmet Max. Ja, hier ist der Anknopf, hier ist der heiße Knopf. Ja, 5 Minuten. Geht sofort an, seht ihr? Klick, wäre er auch sofort aus. Geht also ziemlich ruckzuck.
Ja, sie hat es mir auch gesagt, ich soll nicht so hoch einsteigen, ich soll so nicht auf 200, werde ich auch nicht machen. So, jetzt schauen wir das Ganze an hier, Nuggets, Hähnchen, Fleisch, Pommes, Pommes tiefgekühlt, Pommes ganz frisch, ja. Da werde ich jetzt mal, also von Fisch war da nicht die Rede, aber ich esse für mein Leben gern Fisch. Jetzt schiebe ich das Ganze hier mal auf die Leute, besorge jetzt den Fisch, ich gehe mal aus dem Range hier. So, habe ich mir alles besorgt, Fisch. Dann Gourmet Express, lecker. Kartoffeln werde ich aber gleich hier in der Mikro machen, das geht dann schneller. So, habe zwar den Fisch nicht bekommen, den ich haben wollte. Ich esse unheimlich gern Iglo und nicht ja. Hurra. So, ich mache das heute zum ersten Mal darin. Ich esse heute zum ersten Mal den Fisch, den ich schon immer, auch schon lange essen wollte. Wird aber kaum irgendwo angeboten. Also Mikrowelle bei 600 Watt, 12 Minuten. Mikrowelle mit Grill 15 Minuten. Backofen 45 bis 50 Minuten. Ich glaube, mit diesem Gerät werde ich nicht so lange brauchen. Ja, das war ach, herrlich. Das Schöne daran ist, in der Mikrowelle mit Alu wäre das nicht so gut. Ne? Es gibt von der Firma Froster mittlerweile in Plastik, hat man mir sagen lassen. Herrlich, wisst ihr, wie gerne ich diesen Fisch esse. Also, das ist jetzt Premiere, deswegen ist auch das Video an und deswegen mache ich dieses Unbox-Video. Ihr sollt sehen, wie sich ein eingefleischter Junggeselle, auch wenn er Frau und Kind hat, Frau und Kind ist bemüht, dass ich auch immer ordentlich esse. Wie gesagt, ich lege das jetzt hier ein, mache das da rein. Werde jetzt das so einstellen, wie sie es mir gesagt hat, aber ich werde wohl mal 25 Minuten anmachen. Wegen der Umluft, das ist Heißluft, Warmluft, mache ich jetzt trotzdem das Fenster nicht auf. So, ich habe jetzt kein Interesse, euch derweil 30 Minuten zu belustigen. Deswegen mache ich das Video aus. Ich bedanke mich auf dem Weg noch einmal an meine Lieben, die mir das haben zukommen lassen. Das bedeutet, die kommen nach 10 Stunden Arbeit nach Hause, machen mir das lecker warm. Nicht immer Fisch, aber reichlich. Ja, während der Fisch dort arbeitet, werde ich jetzt genüsslich die Kartoffeln und auch das hier vorbereiten. 7 Minuten ist das dann auch warm. Ne? Ach herrlich, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich muss nur lesen. Alle Sprachen nur Deutsch nicht. Folie nicht einstechen, Folie so lassen, damit das so richtig schön gart. Werde ich gleich machen. Dann werde ich auch gleich die Kartoffeln. Ja, mal schauen. Ich kann es ja auch mit dem Gerät probieren, ausprobieren, 5 Minuten. Dann würde der Fisch vielleicht schon ein wenig, ja, ne, ein wenig dann auch abkühlen. So, das habe ich jetzt vor. Und dann mache ich gleich anschließend noch ein Unbox-Video, weil ich habe natürlich noch ein Geschenk bekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles hier hinstellen soll. Also ich habe gerade schon umgebaut. Ich habe gerade den Mikro da hin und musste den Brotkorb entfernen. Die Küche ist an sich ziemlich groß. Aber trotz alledem nicht so praktisch gebaut, sondern für einen Junggesellen mal eben auf die Schnelle sich was zu machen und dann wieder arbeiten. Ja, ist klar. So, während das so arbeitet, schalte ich das aus. Nachher mache ich mein Unbox-Video und ich mache es direkt, das Unbox-Video. So, während das arbeitet, habe ich das zweite, mache ich gleich anschließend das nächste Unbox-Video hier. Habe ja, wenn man so Happy Birthday ist, klar. Noch einmal für den Allerliebsten, finde ich super. Auch das werde ich gleich genüsslich essen. Habe ich das nächste Unbox-Video direkt im Anschluss, während das da läuft. Habe nämlich hier noch was Leckeres, Gutes an Maschinchen bekommen. Nicht die Maschine ist lecker, sondern dessen, was da rauskommt. Von der Firma Schibo, nochmal Werbung. Ich mache heute mal so Werbung.
Ja, nur Unbox-Freunde, die in der Regel sind immer machen, kriegen das ja immer geschenkt. Okay? Also Unbox-Freunde kriegen das immer geschenkt. Und unser einen muss es ja kaufen. Natürlich ein kleines Tuning-Gerät. Hier liegt jetzt wieder Pappe rum, weil ich aber auch nicht gerne habe. Ich habe extra so einen Pappraum dafür, wo Pappe reinkommt und ich jetzt zeige, wie ich die Pappe dann entfernt. Versteht ihr? So. Das ist ein richtig schönes, niedliches Gerät. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie es funktioniert. Es wird also lustig werden. Aber ich sehe schon, das muss nach vorne. Ich überlege mir gerade, ob ich jetzt für hier zu Hause, ob ich mir jetzt für hier zu Hause oder im Studio für die Gäste, für die Filmgäste, Komparsen und so weiter und Schauspieler, da ist das meistens ja schneller. Kann man schon einstellen für eine kleine Taste, für eine große Taste. So, ich gebe jetzt absolut mal ehrlich zu, ich habe keinen Plan. Ich habe das jetzt hier wunderbar alles geschenkt bekommen. Aber meine bessere Hälfte hat natürlich recht. Er wird mal mächtig warm. Machen wir nochmal Fenster auf. Und sobald der Fisch da gleich fertig ist, das gute Stück da rein. Ich habe keinen Plan. Ah, da rein. Und dann hier so arretieren. Spitzenmäßig. Das gute Stück habe ich geschenkt bekommen. Yippie! Oh, herrlich! Werdet ihr jetzt so, ach, Kaffee, siehst du mal. Happy Birthday mir selber, ne? Da hinten das Gerät. Was schenkt man einem an? Geräte, ne? Wenn es sein muss, Black & Decker, Heimwerkermaschine für den Keller. So, ihr habt schon zigtausend Videos gesehen und das hier ist jetzt nicht das Weltbewegendste, aber es macht tierisch viel Spaß für die Allerliebsten, die einen das haben, zukommen lassen, ein Video zu machen. Und ihnen zu zeigen, wie man sich freut. Ich freue mich wirklich. Ja, ich werde jetzt hier mal wieder ausmachen und gleich wieder anmachen, weil ich habe was vergessen. Das Leckere nämlich. Ja, den Inhalt. Versteht sich. Ne? Ist klar. War ja verschwunden. Ist klar. Leckeren Kaffee hat sie mir natürlich auch zukommen lassen. Ne? Ach, herrlich. Vollmundig. Ach, herrlich. Ja, ich mache mir jetzt ein Giftchen. Ich lade euch jetzt total recht herzlich ein. Wie gesagt, ihr seid ja immer noch eingeladen. Alle seid ja eingeladen, die halt damit was zu tun haben. Mit Cosplay, Komparsen, Schauspielerei. Ich bin der Meinung, ich fülle das jetzt hier einfach mal ein. Ich habe das jetzt einfach mal eingefüllt. Packe es hinten rein, ist arretiert, ich weiß nicht, ob ihr das seht, entschuldigt mich den Lärm. So, ich weiß natürlich nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich versuche es heute zum ersten Mal, aber ich gehe davon aus, dass es so reinkommt, ich mache es einfach zu, ich drücke jetzt einfach mal da drauf und erwarte, dass da was passiert. Ja, in der Erwartung, dass da was passiert, will ich hoffen, dass ich jetzt gleich mal einen Kaffee bekomme. Ich will hoffen, dass es nichts passiert. Die ist mir geschenkt worden. Weiß nicht. Man sollte nicht einfach hier... es blinkt jetzt immer. Ich habe ihm jetzt... Keine Ahnung, es hat geblinkt. Hin und her. Das habe ich mich für unten entschieden, aber passiert tut da nichts. Also ich drücke da jetzt nochmal drauf.
Es blinkt dann wieder hin und her. Wie gesagt, ich habe da erstmal keine Ahnung. Wir hoffen, dass es funktioniert. Ja, das ist so eine Sache. Aber das gute Stück funktioniert, es läuft. Es sind auch fette 15 Minuten, die ich jetzt euch nicht vor dem Video... ja, ich drücke da jetzt nochmal drauf. So, ich habe drauf gedrückt. Es hatte sich entschieden. Passiert nichts, ich höre auch keinen Ton oder so. Ja, das finde ich toll. Man macht so ein Unbox-Video, man drückt hier so einen Schalter, man freut sich, dass da vielleicht was passieren möge, aber es passiert da gar nichts. Ich weiß natürlich, ob der hier falsch drin ist. Ich habe das einfach so reingeworfen, aber anders geht es ja gar nicht. Es wird ja so, also ich lege das jetzt da nochmal rein, mache das nochmal zu, es ist zu. Also es blinkt, wie es blinkt, aber es kommt kein Ton. Ne? Ja. Alle, die sich da auskennen mit der Carfissimo, die lachen jetzt, weil die wissen ja, wie es funktioniert. Also ich habe den Schalter gedrückt. Ich habe mich entschieden für die große Tasse, weil man kann die hohe Tasse oder kleine Tasse. Und sie hat auch geblinkt. Oder blinkt jetzt immer noch. Und dann war es doch. Ja. Aber ich wollte mal falsch machen. Ja. Also es gibt kein Kaffee. Dann muss ich wieder meine uralte Kaffeemaschine nehmen, die hätte meinen Kaffee schon gemacht. Keine Panik, wird nicht umgetauscht. Ist wieder eine Requisite für irgendeinen Film. Wir leben ja davon. Es muss hier nicht alles funktionieren. Ist also nicht so schlimm. Ja, einzigartige Brühstruktur. Ne, in allen Sprachen. Ja. Also ich habe es gemacht, Standby, draufgedrückt, kleine Tasse Espresso, große Tasse, Kaffee Crema, auf einen Blick. So, Kapsel einsetzen, mache ich jetzt mal. Habe ich schon gemacht, habt ihr ja gesehen. So dumm bin ich auch wieder nicht. Aber ich stelle mich jetzt mal saublöd an. Habe ich einfach mal jetzt Bock drauf, weil ich bin irritiert. Lustigerweise sagt er, der Wasserbehälter wäre leer. Und ihr habt gerade gesehen, da habe ich voll gemacht. Schwarze Kapsel und eine Tasse. So, ich drücke da jetzt nochmal drauf. Ich würde sagen, irgendwas stimmt da nicht. Ah ja. Ah ja. Das gute Stück habe ich vergessen. Seht ihr? Wie gesagt, ich habe das Teil wirklich noch nie in der Hand gehabt. Aha, darum geht das nicht. Also, nochmal öffnen. Das gute Stück rausnehmen. Das gute Stück reinsetzen. Ja, sag ich ja, die sich auskennen, die haben jetzt tierisch gelacht. Ne? Ist klar. So, ich habe mich jetzt entschieden. Drück da jetzt drauf. Alles ist voll. Jetzt wird unten beleuchtet und ich wette mit euch, jetzt wird das auch funktionieren, wenn ich es richtig gemacht habe. Ja, aber so wie ich mich kenne, habe ich es richtig gemacht. Ich hoffe, also, ihr habt jetzt was zu lachen gehabt. Also ich habe dieses gute Stück Antoller rein. Hat nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es. Für alle, die gelacht haben, das kann wirklich mal passieren. Wisst ihr, wenn man solche Videos macht, Unbox-Videos oder sonstige Videos, meistens funktionieren die. Also ich kann euch sagen, da kommt jetzt eine Brühe raus. Ich will hoffen, dass das Herz gleich nicht genügen. Ne? Aber es sieht gut aus. Es macht schon Spaß. Ich war halt für die Umweltschützer. Ich entsorge das ja auch. Ne? Aber ich freue mich, einen super schönen heißen Kaffee zu bekommen. Ich freue mich, einen wunderschönen leckeren Fisch zu bekommen in einem heißen Garofen. Wer sich Gourmet Mix nennt, Gourmet Mix. Ja,
frage mich zwar immer, warum ich jetzt auch eine Riesentasse genommen habe, weil auch eine Riesentasse nicht so voll wird. Ah, ja, der Dampf, es hat gezischt. Ja, lecker, lecker. Ja, es tropft, das heißt, also wir können gleich nach. Also ich finde es toll. Also ich muss mir jetzt wirklich überlegen, ob ich das nicht ins Studio, na, ins richtige Studio mitnehme und da mir so zwischendurch mal einen leckeren Kaffee mache. Oder aber hier stehen lasse, oder aber mir eine zweite kaufe, ja, oder eine zweite schenken lasse, fürs Studio. Ja, so eine Kaffeemaschine, schön und gut. Aber wie gesagt, als Single, im Single-Haushalt, auch im Studio. Gut, im Studio sollte man, wenn ganz viele kommen, kann man ja die Kaffeekanne anschmeißen. Ja. Ansonsten hier rucki zucki, ist klar, wenn ich hier 20 Leute um mich herum habe, brauche ich natürlich jetzt hier nicht 20 solche Pads rein. Also so umweltverschleudert bin ich nicht. Ich will hoffen, dass ich gut rüberkomme. Das ist eine Spontan-Videogeschichte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es macht tierisch viel Spaß für euch Videos zu machen, weil es auch tierisch viel Spaß macht, eure Videos zu sehen. Vor allen Dingen habe ich ja gerade vor ein paar Minuten gesehen, 70 Millionen Klicks, 70 Millionen Klicks für eine lachende Chewie, ja, Chewbacca, lachende Maske von Walt Disney, gerade frisch gekauft, in London ins Auto gesetzt. Eine junge Dame hat dann ihre Videokamera angemacht, hat den Chewie aufgesetzt, hat dann gelacht, sie hat so herzlich gelacht, dass 70 Millionen mitgelacht haben. So, das mal gesagt zu haben. So, als Poll-Profi habe ich jetzt zwei Maschinen ausprobiert, die mir zum Geburtstag gereicht. Ich finde das toll. Ich musste halt nachlesen zum ersten Mal, ansonsten lese ich es gar nicht. Ja, es soll auch nicht immer alles funktionieren. Ne? So, ich habe da noch göttliche 5 Minuten. In den göttlichen 5 Minuten mache ich mir jetzt die Kartoffel heiß. Und dann auch das Gemüse und dann wird lecker gegessen. Ja, und dann würde ich sagen, das Video ist ja eh geschnitten, das lasse ich natürlich nicht so. Ist klar, als Profi schneidet man das Ganze. Ich trinke jetzt den Kaffee. Ja, den trinke ich jetzt. Und mach gleich weiter, würde ich sagen. Ja, okay. Wisst ihr was, ich lasse dann alles laufen. Wie gesagt, den Kaffee gerade gemacht. Pulver, ich nehme Pulvermilch. Wir den jetzt und auch gleich in die Spülmaschine. Eine Unordnung, wenn man Pakete auspackt. Ich kann aber sagen, dass das schmeckt. Schmeckt. So eine kleine Tasse Kaffee. Eine kleine Tasse Kaffee zwischendurch. Ach herrlich. Nein, mit Geschenke. Ach herrlich. So, gucken wir auf die Uhr. Ich habe zwischendurch reingeguckt. Nur zwischen 3 Minuten aus Sicherheitszone. So, das sind jetzt hier meine Kartoffelkiste. Ne? Habe auch so eine 1000 Watt Anlage hier. Stellen wir auf 3 Minuten Kartoffeln. Das hier stelle ich dann auch gleich auf das finde ich immer so toll, da ist alles so klein geschrieben, man weiß nicht, ah ja doch, 5 bis 7 Minuten. Nochmal, nein, zum Geburtstag, viel Glück. Ach herrlich, finde ich toll. Toll, also ich bin hell auch begeistert von der Maschine, die mir den Kaffee macht. Ich überlege wirklich gerade, ob fürs Büro und zwischendurch. Ja, muss ich noch immer in die Küche, könnte ich direkt am Netto neben mir, während ich arbeite, mir so ein Käppchen machen. Kann ja so schlecht. Gut, das gute Stück könnte ich jetzt auch im Büro mal so zwischendurch. Aber wenn die Kunden mit Kunden essen, mag ich nicht. Bin ich da kein Freund von. Ne? Ja. Wird ja gleich zu Ende sein, dann ist der Fisch schon mal fertig. Die Kartoffeln legen auch los. Und dann schaue ich mal, ob das Ganze
Oder schmecken wird. Schmecken wird. Das sind die Kartoffeln, die fliegen mir jetzt da in der Mikrowelle um die Ohren, obwohl Wasser drin ist. War vielleicht doch zu stark eingestellt, aber manchmal sind die nicht heiß. Finde ich toll, wenn die so explodieren. Also war die erste Glocke, der Fisch ist fertig. Ah, heiß. Heiß. Sieht lecker aus. Ich weiß, jetzt kommt der dumme Mann und fragt sich, wie kriege ich das wieder raus. Ne? Ist klar. Ja, man sollte auch kein Spontanvideo machen. Ist klar. Man sollte mir dann runterfallen, sehe ich also. Ja, ist klar. So, Gandhi, ich lasse es aber noch ein paar Minuten hier drin. So, ich lasse noch ein bisschen drin. Hole ich gleich raus, bin ich so, wie ich ausschaue. Ich habe alles da. Alles da, was man so braucht. Auch die explodierten Kartoffeln. Explodierte Kartoffeln. Das ist nicht schlecht, sieht gut aus. Das muss ich gleich sauber machen, aber wie wir Männer so sind, wir ziehen da gnadenlos durch. Das werde ich jetzt auf 5 Minuten stellen. Ich habe das Papier auch nicht abgemacht. So, die sind am Kokeln. Sind heiß. Nein, guck mal schön. Aus 8 Kartoffeln sind halb Oliven, der Rest ist Schwund. Aber ich möchte mich ja auf den Fisch konzentrieren. Ne? So, ein paar Kartoffeln, dann kommt das Gemüse und dann kommt der Fisch. Jetzt kommt der leckere Fisch. Der Fisch, der hat ein Gewicht. So. So. Ist also im eigenen Wasser, im eigenen Öl wunderbar, also besser geht's gar nicht. Also die Handgriffe rechts, links, einmal gewendet, ab zur Spüle, direkt rein. Kann ich jetzt lange fackeln. So. So. Nachher noch mal leckeren Kaffee geben. Oh, der Kaffee war lecker. Oh, der war lecker. Ach ja, man sollte man nicht vergessen, weil als Junggeselle kann das schon mal vorkommen, dass man sowas drin lässt. Oder bei der Kaffeemaschine lässt man drin und dann hat man natürlich Schimmel. Dann fragt man sich, eine neue Maschine kaufen oder dieser. Ach, herrlich. Wird gleich gesäubert. Das ist jetzt mal offen. Das wird auch gleich gesäubert. Warum gleich? Das können wir sofort machen. So, die Küche muss ich gleich wieder säubern. Die sieht ja jetzt wieder grotesk aus. Ich finde es toll, man kann das einfach so abnehmen, überall die Finger reinstecken. Ja, und dann ganz schnell säubern. So, während ich spreche, wird das ein bisschen kühler. Dann ist das auch nicht so schlimm. Verbrennt man sich auch nicht.
so den Mund. Also, das war jetzt hier so ein Unbox-Video von eurem Medienkanzler, Raven-Darsteller und Kylo Rain, Fanclub. Ja, meine lieben Freunde, Fans, wir könnten ja auch, wie gesagt, Club, es ist alles da. Wir könnten essen, trinken, Spaß haben, Videos machen. Aber ich unterbreche es, weil sonst wird es viel zu lang. Weil es gab noch 2 Minuten oder haltet aus. Derweil räume ich hier alles weg. Und das wird dann schön weggepackt. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Ein bisschen dusselig anstellen musste man auch. Ne? Ist klar. So, wenige Sekunden noch, dann ist auch das Gemüse fertig. Ich bin auch begeistert, dass ich das bekommen habe. Wirklich, ich muss nicht mehr zu einer Pommesbude. Ihr habt gesehen, während dieses Video, ich habe es mal gut mit ein bisschen geschnitten zwischendurch, hat aber in den wenigen Minuten wirklich alles funktioniert. Der leckere Kaffee, dann der Fisch, ja, aus einer Umluft. Ja. Der Gourmet Max mit seiner Umluft, innerhalb von 25 Minuten ist ein Essen fertig. Ja. 25 Minuten ist ein Essen fertig mit explodierten Kartoffeln. Das war jetzt aber mein Fehler. Das mache ich nachher sauber, dann zieht man das hier einfach ab. Vorsichtig abziehen, sonst habt ihr nämlich verbrannte Finger. Und das Gute daran ist, man kann es ja später wieder verwenden. Ne? Also ich habe jetzt wunderbares Gemüse. So, das kann man später wieder verwenden, muss man nicht unbedingt wegwerfen. So, mein lecker Essen. Ich kau euch jetzt keinen vor, ich mache aus. So, ich habe alles aufgegessen, das war super lecker. Ich bedanke mich hier öffentlich bei laufender Kamera, bei meinen 2 Lieben, die mir die beiden Geräte hier haben zukommen lassen zu meinem Geburtstag. Es war super lecker. Innerhalb von 25 Minuten war ein Essen vorbereitet. Ein leckerer Fisch, Bolognese, mit Gemüse, mit richtig tollen Gemüse. Haben sie jetzt sogar eine Schale über, wo ich drin was machen könnte. Schaue ich mir an, ob es sich lohnt, die zu behalten. Ja, also ich kann nur empfehlen, den Cafissimo, ihr kennt es sicherlich, und natürlich den Gourmet Max. Den Gourmet Max kann ich empfehlen. Jetzt geht das alles hier ruckzuck raus. Alufolie ist erkaltet. Das bisschen, was daneben gegangen ist, wird auch entsorgt. Wird jetzt geöffnet, wird jetzt rausgenommen das Ganze. Ja, so, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob dieses jetzt in einer Spülmaschine verschwinden sollte. Werde ich wohl nicht machen. Werde es anders säubern, das gute Stück. Wie gesagt, ist nicht fettig. Ja, ist auch nicht dreckig. Mit 1800 Watt Umluft, warme Umluft, wurde das. Nun, ich möchte das jetzt nicht in eine Spülmaschine stecken, weil durch das Wasser und so kann... Nee, mache ich nicht. Wie gesagt, absolut zu empfehlen. Das hier ist auch ziemlich leicht zu säubern. Ich bedanke mich wirklich. Das war so lecker. Jetzt wollen wir noch einen Kaffee. Ja? Kaffee noir. Setzen ein.
Jetzt nehme ich mal, hoppala, den anderen, den vollmundigen. Den habe ich ja gerade hier vorhin probiert. Mittlerweile kennt man ja sich aus, wenn man sich einmal auskennt, das gute Stück da reinsetzt, einsetzt, guckt, ob noch genug Wasser drin ist. Man sieht, dass da noch genug Wasser drin ist. Den Deckel zumacht, eingepresst, draufgedrückt, Lämpchen leuchtet und in wenigen Sekunden werde ich dann meinen Kaffee vollmundig mal genießen. Problem wird wohl sein, ich werde wohl immer bei Chivo irgendwie holen müssen, muss ich aber erst nachfragen, ob da auch andere reinpassen. Ist ja manchmal so eine Sache, ne? Weil wir haben hier weit und breit keinen Chivo. Ich werde keinen Kaffee mehr irgendwo im Internet bestellen, ja? Also, ne? Die Geräuschkulisse finde ich immer super. Dieses Gerät war an sich nicht so laut. Er ist natürlich ein bisschen lauter, aber muss ja irgendwie sein. Küchengeräte müssen ja irgendwie einen Ton von sich geben. Ja, ist halt so. So, gleich wird der ganze Dreck hier wieder entfernt. So toll finde ich das nicht, Unboxing, weil die Körbe und Kästen und Pappe hier rumstehen. Aber ich werde mir jetzt genüsslich diesen Kaffee trinken, wie er so schön nachläuft. Dröppchen vor Dröppchen, beste Qualität. Das war auch mal so eine schöne Zeit. Tröpfchen vor Tröpfchen, beste Qualität. Ja, kein Tropfen kommt mehr. Doch, es tröppelt nach. Warten wir lieber. Das hier, die Umluftanlage, spitzenmäßig. Es ist ein bisschen warm hier. Der Sommer naht ja auch. Ach ja, Kaffee nur. So. Das einzige Problem ist ja immer, dass die Küche danach ein bisschen dreckiger aussieht, aber ich muss einfach gestehen, der Kaffee schmeckt ja lieber wie so ein, ich nehme ja sonst immer so ein Löslich. Ja, ne? Schmeckt da nicht so. Aber ich habe mich für Kaffeepulver entschieden, weil nicht weil die Preise des Kaffee, der Milch so gesunken, sondern weil es einfach ist. Ne? Man muss dann so Dosen da, die können gären. Und das hier geht dann einfacher. So. Nutze ich das alles mal hier, weil das geht ja jetzt alles gleich in die Spülmaschine und dann ist das vorbei. So, meine Lieben, bedanke mich total recht herzlich, dass ihr zugeschaut und es hat wirklich geschmeckt. Ich bedanke mich auf diesem Wege derer, die mir hier gratuliert haben, derer, die mir diese Maschinen haben zum Geburtstag haben zukommen lassen. Ja. Während ich jetzt hier aufräume, dieses Video fertig mache, ihr es dann bei YouTube sehen könnt. Ja, ne? Danke. Trinke ich meinen Kaffee. Ist das lecker, ja.